Natürlich ist so ein Anschlag furchtbar. Ich will das alles andere als verharmlosen. Aber die wollen doch, dass wir verängstigt durchs Leben gehen, dass wir jeden Ausländer für einen potenziellen Terroristen halten, jeder Dönerverkäufer eine laufende Bombe, ja. Und bei der Pegida, die glauben das. Wir sehen uns ein interessantes Video von Dieter Nuhr an. Seine Leistung ist wirklich genial und sehr ironisch. Obwohl es ziemlich alt ist, bleiben die Probleme immer noch die gleichen. Lassen wir uns seine Rede analysieren. Deutsche sollen auch, weiß ich nicht, helfen. Ja, viele mit Araber helfen. Saudi-Arabien zum Beispiel, habe ich jetzt gehört, hilft den Muslimen in Deutschland. Saudi-Arabien finanziert Moscheen in Deutschland. Das ist kein Scherz, das finde ich nett. Das ist großzügig. Und ich finde ganz ernst, da sollten wir dankbar sein. Und noch wichtiger finde ich, wir sollten uns revanchieren. Ja, wir könnten. Ja. Wir können ja erstmal mit einer Kirche anfangen. Mal gucken, wie es ankommt. Nun hat man den Eindruck, die Stimmung in der Flüchtlingskrise kippt langsam so ein bisschen, weil die Euphorie natürlich auch groß war am Anfang. Viele haben ja so begeistert geholfen. Das war schön, natürlich. Aber Euphorie ist immer auch ein bisschen die Schwester der Hysterie und endet oft in Enttäuschung. Ich bin ja mit der grünen alternativen Bewegung sozialisiert worden damals. Ich habe das schon geahnt, dass da viele Weggenossen von mir sozusagen, dass auf die eine große Enttäuschung zukommen wird, nicht? Wenn die Helfer es erfahren, dass zum Beispiel viele Flüchtlinge kein gutes Verhältnis haben zur Mülltrennung zum Beispiel. Die kommen ja aus Afrika, vom Balkan, Arabien, nicht? Und ich war da schon überall, von Mali bis Jemen, Sudan bis Albanien, ich war da. Und ich kann Ihnen sagen, Mülltrennung ist da nicht gerade Talk of the Town. Mülltrennung in Afrika funktioniert so, Plastikmüll kommt in die Landschaft und der Restmüll auch. Und da werden die sich umgewöhnen müssen. Ja? Aber die werden sich in vielen Bereichen umgewöhnen müssen. Die essen auch viel weißes Brot, dieses Fladenbrot, das ist Glutenscheiße. Nicht? Die werden sich umgewöhnen müssen. Nicht? Aber ich weiß gar nicht, ob deren Zähne geeignet sind für so einen anständigen teutonischen Dinkelhobel. Ja, das ist ja nicht. Saudi-Arabien war bereits im 2015. Jahr bereit, den Muslimen in Deutschland 200 Millionen für den Bau von 200 Moscheen zuzuweisen. Das Geld erhalten Muslime nicht als finanzielle Unterstützung für leere Ideen und theoretische Entwicklung, sondern als fertige Projekte. Das Geld fließt in den Bau. Saudi-Arabien hat auf die steigende Zahl von Flüchtlingen reagiert, die aus dem Nahen Osten nach Westeuropa kommen, und vorgeschlagen, 2000 Moscheen in Deutschland zu errichten. Herr Nuhr hat von einem Müllproblem in Deutschland gesprochen. Aber jetzt gibt es viele Vorwürfe gegen ukrainische Flüchtlinge. Ukrainische Flüchtlinge haben unberührte Lebensmittel, die sie im Gereiertafelnetzwerk erhalten haben, in den Mülleimer geworfen. Käse, Salat, Joghurt, Gewürze, perfekt verpackte und essbare Lebensmittel aus der Gastronomie landeten um die Ecke im Mülleimer. Anscheinend wurden sie absichtlich weggeworfen. Das ist natürlich widerlich. Und im Prinzip habe ich von dem unangemessenen Verhalten einiger Flüchtlinge aus der Ukraine gehört. Also hilft den Menschen danach. Der nächste Teil des Videos ist auch sehr interessant und lustig. Mal sehen. Viele Flüchtlinge essen auch Fleisch. Auch da eine große Enttäuschung für die vegetarischen Helfer. Gerade Syrer essen gerne Ziegenbein. Die werden sich für unsere Veganer umstellen müssen, von Ziege auf Zucchini. Viele kommen mit Plastiktüten, wo man sich fragt, haben die da keine Jutesäckchen oder was? Und viele Flüchtlinge rauchen. Das ist grundsätzlich erlaubt, auch unter Veganern. Aber die müssen lernen, dass man dafür bei uns auf den Balkon geht. Oder dass man sich schon am Bahnhof, zum Beispiel in München, am Bahnhof, auf dem Bahnsteig in ein kleines, viereckiges, auf den Boden gemaltes gelbes Quadrat stellen muss. Und ich hoffe inständig, dass keiner der Flüchtlinge fragt, warum? Weil ich fürchte, es weiß keiner. Denn ich meine, auf dem Bahnsteig ist man ja schon an der frischen Luft. Aber es muss sein, nicht? Wo ich mich frage, wie entsteht sowas eigentlich? Wahrscheinlich hatte irgendjemand auch 1000 gelbe Quadrate, nicht? Und hat sich gefragt, was mache ich damit? Nicht?
hat er gedacht, boah, die verkaufe ich an die Deutsche Bahn. Und dann ist er nach Berlin gefahren und hat die angeboten. Die Bahn fragte, ja, klingt interessant, was kann man denn machen mit so einem Quadrat? Ne? Hat er gesagt, da kann man drin rauchen. Und dann haben die gekauft. Ne? Und jetzt stehen die Raucher da alle, ne? Rauchen im Quadrat und blasen sich gegenseitig den Qualm in die Fresse. Pff, wenn da einer mal rausgerät aus dem Quadrat, weil man unterhält sich, aber manchmal auch gerät so einen Schritt nach hinten, so zack, ist man raus aus dem Quadrat, zack, da wird man ausgewiesen. Nach Syrien, sofort. Nicht? Selbst als Deutscher, ab nach Syrien, nicht? Das geht gar nicht. Ja? Und ich glaube, woran sich die Flüchtlinge auch wirklich gewöhnen müssen, das ist deutsche Pünktlichkeit. Als die Massen von Kriegsflüchtlingen 2050 Europa überflutet haben, hat Angela Merkel den schicksalhaften Satz gesagt, wir schaffen das. Nach einer Weile geben wir zu, dass sie das gesagt hat, ohne nachzudenken. Deutschland war nicht bereit, so viele Migranten aufzunehmen. Und manche Migranten wollen die kulturellen Werte des Landes absolut nicht respektieren, sondern sie schieben und verhängen es, was völlig falsch ist. Wir schauen weiter. Also ein Syrer kennt das ja gar nicht. Denn es war ja immer so in Syrien schon vor dem Krieg, war es ja so, wenn Damaskus ein Zug planmäßig um 16.31 Uhr losfahren sollte. Dann fuhr der um 16.31 Uhr. Das ist in Deutschland grundlegend anders. Da fährt der Zug aufgrund einer Weichenstörung mit umgekehrter Wagenreihung um 18.04 Uhr. Und statt nach Hannover, nach Luckenwalde. Da muss man sich dran gewöhnen. Da muss man nicht hysterisch sein. Ein bisschen weniger Hysterie, gerade was die Flüchtlinge angeht, das wäre schon schön. Oder auch beim Terror zum Beispiel, würde ich mir auch ein bisschen weniger Hysterie wünschen. Es war ja das Jahr der Terrorhysterie, wo ich mich manchmal fragte, kann es sein, dass überhaupt erst diese Hysterie, unsere überdrehte Berichterstattung, dem Terror einen Sinn gibt? Wenn wir darüber berichten würden, wie, ja, wenn über den Terror berichtet würde, wie über einen Verkehrsunfall. Ein großer Verkehrsunfall von mir aus, ja, aber dann ist auch gut, dann ist Feierabend. Der ganze Terror wäre sinnlos. Ne? Ja, natürlich ist so ein Anschlag furchtbar und ich will das alles andere als verharmlosen. Aber die wollen doch, dass wir verängstigt durchs Leben gehen, dass wir jeden Ausländer für einen potenziellen Terroristen halten, jeder Dönerverkäufer eine laufende Bombe, ja. Und bei der Pegida, die glauben das. Da laufen die Apokalyptiker montags in Dresden durch die Straßen und rufen, das Abendland geht unter, das Abendland geht unter. Nee, weil die ja den geringsten Ausländeranteil von allen haben. Und viele haben noch nie einen gesehen. Nee, die denken, Ausländer, das sind doch die mit den langen Eckzähnen, die trinken Blut. Kennt der Deutsche? Ja, wenn. Während der Deutsche das Blut eben durch die Blutwurst zu sich nimmt. Leider gibt es eine sehr voreingenommene Meinung gegenüber Muslimen. Manche Menschen verwechseln einen angemessenen Islam mit einem radikalen Islam. Daher werden Muslimen terroristische Neigungen zugeschrieben. Denn 90% der Anschläge stammen von Menschen aus Ländern, in denen der Islam die Hauptreligion ist. Aber ich habe viele bekannte Muslime und sie sind alle sehr gute Leute. Daher ist es wichtig, diese beiden Bilder der Welt zu unterscheiden und keine Person mit falschen Vorurteilen zu sein. Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Bis bald.